Gab es Familienmitglieder, Bekannte, die auch gesagt haben, wir gehen jetzt, bevor es ganz dicht wird, wir gehen jetzt nach Westen, wir machen rüber? Ja, also ein Drittel der Asbacher Bevölkerung und meistens sind es die Familien mit den meisten Kindern gewesen, die sind dann schon aus Existenzgründen weggegangen. Ne? Das muss man wirklich so sagen und ich kann mich da erinnern, wenn Mutter uns Kinder morgens aus dem Bett geholt hat, dass sie dann immer gesagt hat, die ist nicht mehr da, der ist nicht mehr da, von den Schulkindern. Ne? Wir sind mit 14 Kindern eingeschult worden und wir sind mit 4 Kindern ausgeschult worden. Dann können Sie sich vorstellen, wie das gewesen ist, gerade so unsere Altersgruppe, ne? Dass doch die Fluchtation da sehr stark war. Man hat sich dann bemüht, auch im Hinterland wieder zu lernen und auch dort dann arbeiten zu gehen. Aber es war alles nach dem Westen bezogen. Allendorf war für uns einfach Allendorf. Sie waren sozusagen, ja, so ein, Sat nein, nicht Satellit, aber es gehörte zusammen. Allendorf war das Zentrum und Richtig. Sie waren dahin orientiert als Genau, kleines Dorf. alles wurde mit Allendorf im Vorfeld abgewickelt, ne? Und durch die Grenzziehung war alles abgeschnitten. Und das war natürlich auch für die Eltern und Großeltern, die Verwandtschaft war ja alles, das heißt, eine Tante ist im Ort geblieben und auch ein Onkel, die sind im Ort ansässig geblieben. Aber sonst ist die ganze Verwandtschaft in den Westen gegangen. Alles in Richtung Allendorf und ins Hinterland. Ne? Und das ist nicht nur in unserer Familie so, das ist überwiegend so.